Paul hat Emily mit Tischlerin Gina betrogen. Ein Let's Dance Star spielte die neue GZSZ-Rolle. Die aktuelle Story von Paul, Niklas Osterloh, und Emily, Anne Menten, gehört wohl zu den schlimmsten Geschichten, die bei GZSZ 2021 zu sehen sind. Denn eigentlich sind die beiden ein absolutes Traumpaar und kaum etwas kann sie auseinanderbringen. GZSZ, Pauls Affäre Gina bekommt ein Gesicht. Doch seit Paul Emily in Kanada mit einer anderen Frau betrogen hat, ist nichts mehr so wie vorher. Ganz im Gegenteil, es scheint, als sei die Ehe der beiden nicht mehr zu retten. Für Carter will Emily bis Weihnachten so tun, als wäre nichts geschehen, doch danach scheint eine Trennung unausweichlich. Mittlerweile ist auch bekannt, mit wem Paul in Kanada geschlafen hat. Es war seine Arbeitskollegin und Tischlerin Gina. Zuerst erfuhren die Fans nur im Gespräch etwas über die mysteriöse Frau, doch das ändert sich jetzt. Anfang Dezember bekam ein Gesicht. GZSZ, Let's Dance Profi Katja Kalugina spielt Gina. Gespielt wird Gina von niemand Geringeres als Let's Dance Profitänzerin Katja Kalugina. Die 28-Jährige stand gemeinsam mit ihrem Freund Jonas für die Serie vor der Kamera. Die beiden haben eine Traumsequenz von Paul gedreht, in der er sich an die Nacht mit Gina erinnert. GZSZ, so geht es mit Emily und Paul 2022 weiter. Fans von Paul und Emily können also aufatmen. Wirklich nach Berlin kommen wird die Tischlerin nicht, zumindest noch nicht. Aktuell steht fest, nach Silvester will Emily Carter reinen Wein einschenken, gegen den Willen Pauls. Sie will ihrer Tochter sogar erzählen, dass der Trennungsgrund ständiger Streit ist. Paul weint sich bei Töner, Thomas Drechsel, aus und bereut, Emily gegenüber nicht gelogen, bzw. geschwiegen zu haben. Wer wissen will, wie es bei GZSZ weitergeht?